Mensch, schön, dich wiederzusehen. Guck mal hier, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Hallo, ich bin's wieder, Thomas Friebe, Co-Autor des Bestsellers Transform mit Brian Tracy, Profisprecher und Erfolgsexperte. Und vor einiger Zeit hatten wir 25-jähriges Abiturtreffen. Um genau zu sein, vor 4 Jahren. Und von den über 100 Mitschülern des Abi-Jahrgangs waren fast 40 Leute gekommen. Und manche Wiedersehen erinnerten mich so ein bisschen an die alte Sparkassenwerbung, wenn du die noch kennst. Mensch, schön, dich wiederzusehen. Guck mal hier, mein Auto, mein Boot, mein Haus. Und vielleicht nicht ganz so krass, aber ungefähr so. Und einige Begegnungen waren viel, viel erstaunlicher. Denn ich habe Mitschüler getroffen, mit denen ich früher kaum etwas zu tun hatte. Und mit denen kam ich richtig tief ins Gespräch. Und einer sagte mir, weißt du, Thomas, ich war in den letzten 15 Jahren so viel unterwegs und weg. Und jetzt bin ich so froh, einfach nur wieder hier zu sein, in meinem kleinen Eifeldörfchen zu wohnen, Zeit zu haben für meine Frau und die Kinder und auch für meine Eltern, die mich jetzt brauchen. Und ich fahre jeden Tag zur Arbeit nach Köln, aber es ist so verrückt. Ich war noch nie so glücklich. Aber das hätte ich ja auch schon vor 15 Jahren haben können. Und da habe ich ihm widersprochen, denn ich habe gesagt, nein, nein, du hättest das nicht haben können, denn du würdest sonst nicht das so genießen. Eben weil du in der ganzen Welt warst und international gearbeitet hast, fühlst du dich jetzt dort so wohl. Aber er blieb dabei und mit einem Satz hat er mich überzeugt. Er sagte, es ist alles eine Sache des Bewusstseins. Und genau das ist es. Wenn du dir bewusst bist, dass es genau das ist, was dich glücklich macht, dann brauchst du den Erfolg nicht im Außen. Denn das Glücklichsein, die Zufriedenheit, die kannst du im Hier und Jetzt finden. Und das hat mich sehr beschäftigt. Und deshalb die Frage an dich. Was macht dich glücklich und was bedeutet Erfolg für dich? Nimm dir ein weißes Blatt Papier, teile es in 3 Teile. Ich habe da mal was vorbereitet. Und notiere als Überschrift in die dann eben entstehenden 3 senkrechten Spalten links haben, in die Mitte tun und außen rechts sein. Und wenn du ein DIN A4-Blatt nimmst, dann kannst du das bei jeweils 7 und 14 Zentimetern eine Markierung machen und dann einen Strich, dann ist es ein bisschen einfacher. Und in die obere Hälfte und dann teilst du es nochmal in die Mitte und in die obere Hälfte schreibst du alles hinein, was du schon erreicht hast. Alles, auf das du stolz bist und für das du auch dankbar bist. Auch kleine Dinge. Das Dach über dem Kopf. Freunde, eine Beziehung, ein Job. Und in die untere Hälfte schreibst du alles, was du noch haben, tun oder sein möchtest. Und zwar so konkret wie möglich. Unter haben, was weiß ich, den neuen Tesla Model S 85B oder die Bauhaus-Stil-Villa am Meer oder so viel Geld, dass du von den Zinsen leben kannst. Und bei tun, alles, was du wahnsinnig gerne unternehmen möchtest. Vielleicht eine Reise, von der du immer schon träumst, mit der transsibirischen Eisenbahn von Moskau nach Peking geht sie, glaube ich. Oder unter sein, was du sein willst und noch nicht bist. Vielleicht ein verständnisvollerer oder unterstützender Chef, eine angesehene Unternehmerin oder der beliebteste Buchhändler im Ort oder wie auch immer. Schreib alles auf. Das, was du hast und das, was du noch möchtest. Ganz im Sinne von, es ist alles eine Frage des Bewusstseins. Denn nur wenn du dir klar bist, was du erreichen willst, dann kannst du es auch schaffen. Und in den nächsten 7 Tagen schaust du dir diese Liste 2-mal am Tag an. Morgens nach dem Aufstehen und abends vor dem Zubettgehen. Und am besten vielleicht nochmal am Tag. Und dann veränder die Liste ruhig. Schreibe Sachen dazu oder streiche welche weg, die auf einmal nicht mehr so wichtig sind. Und arbeite wirklich damit. Und ich verspreche dir, du wirst deinen Zielen näher kommen. Und im nächsten Schritt versiehst du deine Ziele dann mit einem Datum, ab wann du diese ganzen Dinge erreichen willst und erreicht haben willst. Das machst du aber erst in ein paar Tagen, wenn du dich mit der Liste ein bisschen angefreundet hast. Alles Step by Step. Was soll das bringen, fragst du dich. Nun, indem du dir bewusst wirst, was du schon hast, kannst du dafür dankbar sein.
Und Dankbarkeit ist eine ganz wichtige Haltung, die dir hilft, innerlich ins Gleichgewicht zu kommen. Und auf der anderen Seite entwickelst du Ziele, und die haben dann eben nicht nur mit Haben zu tun, sondern eben auch mit Tun und Sein, also mit deinem Potenzial. Ganz wichtiger Punkt, dein Potenzial. Und um das Thema Potenzial entfalten und Ziele zu erreichen, geht es ja auch in meinem Erfolgskurs. Und dort leite ich dich an, wie du dein Denken, deine Produktivität, deine Gewohnheiten auf Erfolg ausrichten kannst. Und zu diesem Kurs gibt es jetzt einen Live-Workshop in Köln. Einen ganzen Tag beschäftigen wir uns eben mit diesen Themen. Unter anderem, wie du endlich zeigst, was du drauf hast, wie du deine wahren Talente und Stärken zu einem Vorteil, zu deinem Vorteil nutzt und auch in bare Münze wandeln kannst, wie du dich motivierst, wie du Aufschieben überwindest, ins Handeln kommst, wie du die Grundlagen für deinen finanziellen Erfolg schaffst. Und das wird sicher kein weichgespülter, jo, wir schaffen das Tag, sondern wirklich ein Tag, der dich fordern wird mit klaren, nützlichen, sofort umsetzbaren und erprobten Strategien, Übungen, Impulsen. Und diese ganzen Sachen sollen nur einen Zweck haben, dein volles Potenzial zu entfalten, damit du ins Handeln kommst und endlich oder noch erfolgreicher wirst. Und jetzt kommst, wenn du dieses Video hier siehst, dann egal auf welcher Seite, dann hast du jetzt die Möglichkeit, an diesem Erfolgstag teilzunehmen und das für 300 Euro weniger als der reguläre Preis. Hä? Warum macht er das denn, höre ich dich fragen. Ganz einfach. Ich will, dass du auf den digitalen Erfolgskurs zugreifen kannst und ich will, dass die Erfolgskurs-Community wächst und sich gegenseitig unterstützt. Und deshalb, und jetzt kommt's, bekommst du diesen fünfwöchigen Erfolgskurs gratis obendrauf, also geschenkt, wenn du dich zum Erfolgstag anmeldest. Und wie du dabei sein kannst, das erfährst du hier auf dieser Seite. Klick auf den Link und sicher dir dein Ticket, die Anzahl ist begrenzt. Und zum Erfolgstag bringst du am besten dann dieses Blatt mit, von dem ich eben gesprochen habe, das wir eben zusammen angefangen haben auszufüllen. Und vielleicht wächst es ja noch ein bisschen an und dann können wir ganz konkret daran arbeiten. Aber keine Sorge, ich sammle die Blätter auch nicht ein. Ja, ich freue mich wirklich, dich persönlich kennenzulernen. Das wird echt keine Massenveranstaltung, sondern ein sehr persönlicher Tag und ein richtig guter, knackiger Workshop. Und wenn du dich angesprochen fühlst, dann komm jetzt in Aktion, melde dich sofort an. Ich freue mich auf dich. In dem Sinne, auf ganz bald beim Tagesworkshop. Dein Thomas Friebe.